Und wir schauen auf die wichtigsten Themen des Tages und ich begrüße heute Sanchin Topozovic von der Baader Bank. Herr Topozovic, der DAX hat heute wieder etwas nachgegeben, allerdings ja zum Handelsschluss sind es dann doch nur 2 Pünktchen geworden. Notiert immer noch knapp unter 8.000 Punkten. Wie ist denn die Stimmung im Moment? Guten Abend. Ja, also die Stimmung würde ich als vorsichtig optimistisch bezeichnen. Es steckt doch sehr viel Psychologie im Markt im Augenblick. Der nahende dreifache Verfallstermin am Freitag bewegt so ein wenig die Gemüter. Und ich denke, wir könnten hier schon wieder ein neues Hoch im DAX in dieser Woche sehen. Wichtig ist, dass wir das Hoch von 8.015 Punkten nachhaltig überwinden. Dann ist auch das neue Allzeithoch in greifbarer Nähe. Also Sie sind auch optimistisch. Franziska Schimke hat ja vorhin auch schon einen optimistischen Ausblick gegeben. Schauen wir mal auf Nordex. Da gab es heute Morgen Zahlen für das Gesamtjahr 2012. Die waren eher enttäuschend und trotzdem ist die Aktie über 10% nach oben geschossen. Was war der Auslöser? Ja, die Restrukturierungsmaßnahmen in den USA und auch in China haben dem Unternehmen die miesen Zahlen sozusagen eingebrockt. Alles in allem waren die Zahlen aber so schlecht auch erwartet worden vom Markt. Ich würde sogar sagen, man hat so die Markterwartungen ziemlich getroffen. Was überrascht, ist natürlich der Rekordauftragseingang, den Nordex gemeldet hat. Und hier sind jetzt auch wieder für die Zukunft sogar schwarze Zahlen in Aussicht gestellt worden. Also das hat die Anleger gefreut und die Aktie war heute gesucht. Ist die Aktie noch interessant für die Anleger oder ist es jetzt schon ein bisschen zu heiß gelaufen? Man sollte erst mal abwarten. Ja, also grundsätzlich sollte man hier erst einmal abwarten. Also heute hat man einfach einen Überraschungsmoment erlebt, da die Zahlen wirklich auch schlechter erwartet worden waren und Nordex dieses Jahr dann auch so bestätigt hat. Also ich glaube, nach einem solchen guten Tag, da tut auch mal eine Verschnaufpause ganz gut. Schauen wir mal Richtung USA. Der Dow Jones, der springt ja von Rekordhoch zu Rekordhoch. Beim DAX sind wir noch ein bisschen hinterher. Was waren hier die wichtigsten Impulsgeber? Ja, quasi 4-mal in Folge ein Rekord beim Dow Jones. Die niedrige Arbeitslosenquote oder niedrigere Arbeitslosenquote, die besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten, das sind alles so Impulse, die wir mitgenommen haben und den Dow dann von Rekord zu Rekord gehievt haben. Also eine Arbeitslosenquote von 7,7%, das war schon sehr überraschend. Auf der anderen Seite hat man auch die Gewissheit und das Versprechen der US-Notenbank, die ja gesagt hat, wir werden die expansive Geldpolitik so lange beibehalten, bis wir eine Arbeitslosenquote von ca. 6,5% haben. Und das gepaart mit den Aussagen, die Wirtschaft wächst dann doch nicht so schnell, also sehr langsam, ist ein Garant dafür, dass man an den Liquiditätsmaßnahmen, die man jetzt eingeläutet hat, festhalten muss. Und diese Liquidität fließt im Augenblick in den Aktienmarkt. Schauen wir nochmal auf den Einzelwert. Es gab ja heute im Laufe des Tages Verkehrszahlen, Passagierzahlen von der deutschen Lufthansa. Es gab einen Rückgang bei den Passagierzahlen für Februar von 1,5%. Aber gleichzeitig wurde die Auslastung gesteigert. Was bedeutet das jetzt für das Unternehmen? Ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht? Also diese Passagierzahlen gingen bei den Tochterunternehmen zurück. Also sprich Germanwings, Swiss und auch die Austrian Airlines haben einen Passagierrückgang zu verzeichnen. Das Management hat einfach Flugangebote drastisch gekürzt und somit die Auslastung gesteigert. Warum macht man das? Ist ganz einfach, man möchte hier die Preise stabil halten und die Kosten in Schach. Näheres erfahren wir zu den Planungen am Donnerstag von der Lufthansa bei der Bilanzpressekonferenz. Also schon mal ein Termin, den wir uns dick eintragen sollten im Planer. Was steht sonst noch an diese Woche? Ja, diese Woche ist im Grunde genommen schon eine sehr, sehr spannende Woche. Also das Highlight ist mit Sicherheit die Industrieproduktion aus den USA. Und wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr den Hexensabbat am Freitag. Und ansonsten gibt es jede Menge Bilanzpressekonferenzen von DAX-Unternehmen.
Allen voran hochinteressant ist E.ON, die uns mit Sicherheit Näheres zu ihrer sozusagen Schrumpfungsstrategie erläutern können, und mit VW am Donnerstag. Wie geht es da weiter nach diesen Rekordzahlen, die Sie vor kurzem erst vermeldet haben? Also einige Impulse, die es dann in dieser Woche noch geben könnte. Und vielleicht ist das ja der nötige Rückenwind für den DAX, dann auch ein neues Rekordhoch zu markieren. Sanjin Dubrovsevic von der Baader Bank, danke für die Einschätzung. Danke auch.